Die Deutsche Bank braucht dringend ein neues Image. Umso seltsamer finde ich, dass ausgerechnet der Kollege Ulrich von Hesen bei denen jetzt die neue PR-Abteilung leitet. Er hat sein Büro hinterm Frankfurter Hauptbahnhof. Warum? Wegen der Street Cred, Alter. Wir sehen das Verbrecher-Image jetzt als Chance. So ein spießiges Bausparopfer wie du, Welke, der freut sich über 0% auf dem Jeans-Sparbuch bei der Raiffeisenbank. Coole Jungs, bring ihr Geld zum Gangster, zu mir. Die Deutsche Bank ist jetzt eine Motorradgang? Jupp, wir nennen uns die Bankidos. Die Bandidos, nur mit Bank. Ja, hatte ich verstanden. Geil, oder? Ja. Der IWF nennt uns die gefährlichste Bank der Welt. Wir haben so viele Vorstrafen. Wenn wir kommen, dann geht sogar der Uli Hoeneß auf die andere Straßenseite, Alter. Diese Liste der Vorwürfe, die ist ziemlich lang. Da geht es zum Beispiel um Manipulation von Währungen, um dubiose Hypothekengeschäfte. Bei den meisten großen Finanzskandalen der vergangenen Jahre war die Deutsche Bank dabei. Ja, da sind wir dabei. Das ist prima. Kurz gesagt, Welke, wir sind die schlimmsten Badass-Motherfucker im ganzen fucking Business. Keine deutsche Firma ist krimineller als wir. Ach ja? Mitzureden. Oder wie wir uns seit neuestem nennen, die Sands of Stickoxid. Ach Göttchen, die kleinen Dieselpisser aus Wolfsburg. Jetzt habe ich aber wirklich Angst. Warte mal, VW ist jetzt auch eine Motorradgang? Ah, Motorräder. Wir fahren was viel Schlimmeres. Das gefährlichste Fahrzeug der Welt. Einen Passat. TDI Blue. Motion. Lächerlich, diese Möchtegern-Gangster. Mein Auspuff macht stinki-stinki. Wir können morgen die ganze Weltwirtschaft vernichten. Wenn mein Boss beim Frühstück einen fahren lässt, wackelt in Japan die Börse, Alter. Wenn mein Auto einen fahren lässt, sterben in Stuttgart die Rentner. Wir haben mit unserer Beschisssoftware die Marke Made in Germany durchs Klo gespült. Ich heule gleich. Ey, die Deutsche Bank hat aktuell 7.800 Prozesse an der Backe. Stand 22:40 Uhr. 7.800 Prozesse. Wir zahlen US-Kunden Entschädigung. Deutsche VW-Fahrer kriegen gar nichts, weil wir die hassen. Und die Idioten kaufen unsere Dreckskarren trotzdem weiter. Ja, einigen wir uns doch auf folgenden Kompromiss. Beide Firmen sind wahnsinnig unsympathisch und haben dieses Jahr echt Scheiße gebaut. Halt die Fresse! Frankfurt ist zu klein für uns beide. Wir regeln das jetzt auf gute alte Art mit einem Messerkampf auf Leben und Tod. Echt jetzt? Mit Messer? Nein, wir sind eine Senioren-Motorrad-Gang. Baby, meine Waffe. Komm. Dann lass mal kommen, Methusalix. Ich hau dir die Zähne bis nach Wolfsburg, du Feinstaub-Kasper. Du Finanzhackfresse. Das ist mir zu spannend. Ulrich von Hesen und Gernot Hassknecht, meine Damen und Herren.